Frauenpolitik darf nicht baden gehen. Unter diesem Motto starteten die SPÖ-Frauen im Bezirk Mattersburg ihre Bädertour 2017. Angeführt von der Bezirksfrauenvorsitzenden Bundesrätin Bürgermeisterin Inge Bosch-Kruska begann die Tour im Leupersbacher Bad. Ziel ist es, mit den Frauen rasch und unkompliziert ins Gespräch zu kommen, um frauenpolitische Themen und persönliche Anliegen besprechen zu können. Diese Gespräche sind unverzichtbar und sehr wertvoll für uns, da sie volle Berücksichtigung in unserer frauenpolitischen Arbeit finden. So Inge Bosch-Kruska im Rahmen der Gespräche. Endlich Ferien! Umso größer der Bewegungsdrang der Kinder. Daher gibt es derzeit burgenlandweit sogenannte Kinderferiencamps. In Trassburg etwa und anderswo hat für diese Aktion die ASKÖ, die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur, die Initiative ergriffen. Und die Bürgermeister machen hier nahezu mit Begeisterung mit. Ja, ich persönlich finde das Sommercamp sehr gut. Wir haben zum einen eine sehr gute Infrastruktur hier, die auch genützt werden soll. Zum anderen freut es mich, dass wir ja einen Landesligaverein haben und hier vielleicht die nächsten Nachwuchstalente heranwachsen. Gestern fand die große Abschlussveranstaltung des Jopera Kreativcamps für Kinder und Jugendliche statt. 5 Tage lang wandelten 18 Kinder und Jugendliche auf den Spuren großer Opern und fertigten selbst das Bühnenbild sowie die Kostüme an. Eltern und Großeltern zeigten sich begeistert vom Talent ihrer Sprösslinge. Es ist für das Burgenland sowohl in der Weinbauschule in Eisenstadt als auch in der Fachschule für Land- und Pferdewirtschaft in Güssing wichtig, stets am Puls der Zeit zu sein, um im steten Wettbewerb mit den Schulen in benachbarten Bundesländern weiterhin bestmöglich bestehen zu können. Um diese Entwicklung voranzutreiben, ist es dem Land Burgenland gelungen, Professor Diplom-Ingenieur Franz Jan Driesitz als Berater des landwirtschaftlichen Schulwesens im Burgenland zu gewinnen.